Meine Damen und Herren! Heute habt ihr die besten Arena-Kämpfer Albions gesehen. Spendet unseren erfolgreichen Helden Beifall. Doch nun kommt Runde 8. Der letzte Kampf. Ich präsentiere Arachanox. Das klingt nach einer Spinne. Drei, nach einer Riesenspinne. Zwei, eins. Los! Ah, oder sowas ähnliches. Nee, es ist ein Skorpion wohl eher. Hallo. Mein Gott, der macht aber Schaden. So, den möchte ich jetzt erstmal ein bisschen analysieren, bevor ich drauf loskämpfe. Ist der hinter uns? Rennt der uns hinterher? Whisper, magst du dir vielleicht mal den Typen da schnappen? Okay, es ist dunkel, das ist ein bisschen doof. Ah, der rennt hier anscheinend immer in so einem Galopp. Irgendwie. Und macht ganz komische grüne Sachen. Was macht der da? Lädt er sich auf und macht jetzt so einen Megaschlag? Oh, aua. Ja, das nenne ich mal Schmerz. Wahrscheinlich hätten wir ihn jetzt irgendwie angreifen können. Haben wir den überhaupt im Visier? Ach Gottchen. Ist das irgendwie, ist das vielleicht doch eine Spinne? Ist das eine Mischung zwischen Spinne und Skorpion oder so? Irgendwie ist der nämlich ein bisschen merkwürdig. So, kann er sich nochmal so lustig aufladen? Ja, genau. So, können wir den jetzt angreifen? Bogen? Und jetzt sollten wir uns verkrümeln, bevor wir da wieder getroffen werden von irgendwas. Haben wir überhaupt schon Schaden gemacht? Boah, Leute, guck mal, wie wenig Schaden wir an dem machen. Das gibt's ja gar nicht. Müssen wir den an einer bestimmten Stelle treffen? So, jetzt laufen wir mal wieder weg. Oh, warum machen wir denn so wenig Schaden? Okay, irgendwas... Irgendwie muss ich den hier mal ein bisschen anders analysieren. Irgendwie... Gibt es da vielleicht eine bestimmte Stelle, an der man dem treffen muss, damit man Schaden macht? Ach, jetzt hätten wir wieder weglaufen müssen, ne? Oder kann man den nur im Nahkampf besiegen oder nur mit Magie? Obwohl, wir haben ja schon... Oh, falsch Taste. Wir haben ja schon Schaden an ihm gemacht, scheinbar. Oder war das Whisper? Ist das Whisper, die Schaden an dem gemacht hat? Macht die eigentlich überhaupt irgendwas? Jetzt lädt er sich da wieder auf. Müssen wir den da unten an diesem grünen Ding treffen? Es ist ein bisschen schwer für mich wirklich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn man nicht weiß, was man zu tun und zu lassen hat. Aber wir haben jetzt doch auch wieder Schaden gemacht. Okay. Also scheint das so ganz einigermaßen zu klappen. Ganz einigermaßen. Auch wenn ich es noch nicht so hundertprozentig verstanden habe. Das ist gut, die Whisper hatten jetzt wieder in der Backe. Treffen wir den? Mehrfachpfeil an? Ich weiß nicht, ob wir den treffen. Oder können wir nur von vorne Schaden an dem machen? Es gibt ja vielleicht auch hier so Gegner, die man dann erstmal an einer bestimmten Stelle treffen muss. Ist der verbuggt? Haut der auf die Whisper ein? Was tut es? Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob wir Schaden an dem machen und ich bin mir nicht sicher, was da gerade abgeht. er vergräbt sich. Okay, oh Gott. Oh, kleine Krebse. Oh, jetzt sind da lauter kleine Krebse, die wir nicht anvisieren können. Warum nicht? Ah, doch, jetzt. So. Sind die anderen alle tot? Nee, huch. Oh, da kommt wieder die Mutti. Oder der Papi. Weiß ich ja nicht so genau. Ah, jetzt, hä? Okay. Laufen wir wieder weg. So, Mehrfachpfeil ist nicht angewiesen. Wieso geht denn der immer aus? Das muss mir mal einer erklären. Warum geht er denn immer aus? Kann man den irgendwie nur so und so oft verwenden und dann ist vorbei? So, jetzt haben wir aber wieder Schaden gemacht. Ne, huch, da sollten wir nicht reinrennen. Ist er jetzt noch an der Mehrfachpfeil? Mein Bogen leuchtet. Ist das gut? Ach ja, diese... Wenn wir diese komischen... Ah, nein, lauf, lauf, lauf! Ich find's ja ein bisschen eklig, wenn der mir so nahe kommt. Genau, Whisper, du kümmerst dich mal um die Kleinen da. Das machst du ganz gut.
machen wir wieder mehrfach Pfeil an. Na, komm, zweimal treffen. Oh nein, Whisper, hast du dich hier für uns geopfert? Fast schon. Ja, ich will nicht, dass er wieder angerannt kommt. Ja, es tut er aber. Oder sie. Ja, sie ist. Wahrscheinlich eine sie. Wenn es Weibchen dabei hatte. Weibchen. Eier dabei hatte. Keine Kinder dabei hatte. Ihr wisst schon. Welpen. Wie nennt man das denn bei Spinnen, Skorpionen, Viechern, Ekel, Dingern? So, lass mal die Whisper in Ruhe. Die hat dir nämlich gar nichts getan. Ja, lad dich mal wieder auf. Es ist gut, dass er sich so lange auflädt. Da kann man schön zwei, dreimal auf den schießen. Ah, jetzt vergräbt er sich wieder und jetzt kommen wieder kleine Bibi. Skorpione, Spinnen, Krabben. Was auch immer. Hat er mal einen Bekannten, kann man Bekannter sagen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ein Bekannter von einem Bekannten. Der hatte Skorpione zu Hause gehabt. Oder ein Skorpion. Sind jetzt nicht so meine Favoritenviecher, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wenn man die mal so live sieht, also jetzt so irgendwo auf dem Boden rumkrabbeln und jetzt nicht in einem Zoo, dann ist das irgendwie, ja, nicht mehr ganz so schön. Aber der war auch nicht so groß wie der hier, der uns hinterher rennt. So, können wir noch den Mehrfachpfeil anmachen? Prima. So, wollen mal sehen. Na, das war zu spät reagiert von mir. Da habe ich jetzt gedacht, wir können ihn erledigen. Hat nicht ganz so funktioniert, aber jetzt vielleicht noch ein-, zweimal treffen. Nee, der mag immer noch nicht tot sein. Gut, aber wer möchte das auch schon? Jetzt kommt er nochmal angerannt. Okay. Ah, das muss aber auch wehtun, wenn er da ständig gegen diese Dinger rennt. Kommt er jetzt nochmal oder lädt er sich auf? Ja. Ah, er kommt nochmal. Ah, lade ich nochmal auf. So. Haben wir ihn? Er geht zumindest mal irgendwie flöten. Na schön. Und jetzt? Die Bank der Arena ist gesprengt. Das sind weitere 10.000 Gold. Zusammen ja. Unfassbare 28.600 Gold. Wir haben zwei Sieger. Unglaublich. Was wird nun geschehen? Zwei Sieger und nur ein Preis. Tja, wie ihr wisst, haben wir heute einen speziellen Gast hier. Es ist der einzig wahre. Der Held der Helden, Messer Jack! Ich bin wieder da. Nach einer Ewigkeit der Abwesenheit ist Messer Jack wieder da. Die Arena ist das einzig Große in Albion und ihr seid der einzig Würdige darin. Es ist eine Ehre, wieder vor euch zu stehen. Ich habe aus gegebenen Anlass einen Vorschlag. Eine letzte Runde. Ein Kampf bis zum Tod zwischen den beiden siegreichen Helden. Der Sieger bekommt einen Sonderpreis. Der Verlierer hat die Ehre, vor euren Augen zu sterben. Was glauben die, was sie tun? Das können sie doch nicht. Ich liefere einen guten Kampf, aber ich töte euch nicht. Das kann ich nicht. Wir wollten eine tolle Vorstellung geben. Und genau das machen wir auch. Auf geht's. Mhm, hab ich doch gesagt, wir müssen gegen die kämpfen. Ja, müssen wir sie jetzt töten? Oh, oder? Ja. Sie hat uns ja gar keine Wahl gelassen, irgendwie hier großartig. Wir konnten ja gar nicht großartig irgendwie entscheiden. Wir wurden jetzt einfach mal, uns wurde befohlen, gegen sie zu kämpfen. Tja. Aber vielleicht können wir ja nur so tun, als ob. Ne? Aber ich glaube nicht hier. Die Leute, die sind ja nicht doof in der Arena. Die werden schon schnallen, was Sache ist. Ich kann dir auch mal versuchen mit dem Bogen. Nee, kann ich nicht, weil du bist zu schnell. Guck mal, wie schnell du bist. Wie flink. Was nur aus dir geworden ist, meine liebe Whisper.
Ich hätte jetzt echt gedacht, irgendwie die sagt, ja, ja, dann bringe ich dich halt um, ist mir doch egal. Was macht die denn? Was schmeißt die denn da? Ich hasse diese Dinger. Was denn für Dinger? Naja, das hat jetzt irgendwie nicht ganz so gepasst, aber was soll's? Ach ja, du bist ein bisschen nervig mit dem Gehopse. Seht ihr? Eure Willenskraft ist am Ende. Ah ja. Ups, was habe ich denn jetzt gedrückt? Und die Nummer 3 bitte auch nochmal. Und den Schwert. Die Axt. Mein Gott. Verdammt. Wieder auspacken. Ah, ah, sowas. Mit sowas. Ich wollte jetzt mal gucken, was das ist. Mit sowas schmeißt die ja also um sich. Hallo? Warum geht das denn jetzt nicht, wenn ich es einmal benutzen möchte? Ah, jetzt geht's doch. So, wenn du hier mit Feuer machst, dann mache ich auch mit Feuer. So einfach ist das. Die hat ja... Ich wollte gerade sagen, die hat gar keine Lebensanzeige, aber doch klar hat sie das. Tat's weh, tut mir leid, Whisper. Ich möchte dir eigentlich gar nicht wehtun. Eigentlich mag ich dich ja noch von früher, aber du warst halt zwischendurch so ein bisschen eingebildet, ne? Das musst du ja mal dir auch eingestehen, dass du so ein bisschen hochnäsig geworden bist. Töten möchte ich dich natürlich auch ungerne, aber ich meine, mein Gott, 28.000 Gold, ne? Nee, aber da wird bestimmt irgendwas passieren, dass wir sie nicht töten können müssen, wie auch immer. Ja, das hat sie uns jetzt hier schön unterbrochen. Ach nee, doch nicht unterbrochen. Die hat ein paar coole Moves drauf, muss ich sagen. Das sieht cool aus, was sie macht. Hier dieser Sprung zum Beispiel, das sieht schon sehr nett aus. Nee, das geht nicht bis zum Tod. Glaubst du nicht, kommt dein Bruder und rettet dich? Oder was meinst du, was passieren wird? Naja. Warten wir es mal ab. Kann man das zurück... Ach, das wäre lustig gewesen, wenn man das zurückschleudern kann. Ah, es gibt gewisse Schläge, die kann ich nicht blocken. Dazu gehörte gerade dieser, genau das, was sie jetzt machen wollte. Das geht anscheinend nicht, dass man das wegblockt. Verdammt. Nochmal. Dieses Gehüpfe, ist das nach irgendeiner irgendwie asiatischen Kampfkunst oder sowas? Vielleicht weiß das ja zufällig jemand von euch. So, ich bin mal wieder hochkonzentriert, deswegen bin ich ein bisschen ruhiger, das tut mir leid. Wir haben den Sieger des heutigen Abends. Er muss ihm nur noch den Gnadenstoß geben, dann gehört der Bonuspreis ihm. Aber wird er es tun? Wird er Whisper töten oder auf seinen Sieg verzichten? Nicht, Tölpel. Wir waren uns einig. Geh einfach raus. Wir waren uns einig. Beenden wir jetzt den Kampf. Ach, wir haben jetzt die Möglichkeit, sie zu töten. Dann kriegen wir die Kohle und wenn wir gehen... Ich kann nicht mehr kämpfen. Ihr dann gewinnt. Kriegen wir die Kohle nicht? Hallo. Okay, wir können irgendwie nicht mit der reden. Na gut, wie kommen wir denn hier wieder raus aus der Arena? Geht einfach zur Tür, Bauernd. Oh, Bauernd. Hey, bitte. Hat sie sich jetzt beinahe versprochen. Ja, wir gehen natürlich raus. Wir töten sie nicht. Der Vorraum der Arena. Na mal sehen, welch Schmach uns jetzt blüht. Erste Lady, das war reines Glück. Er ist nur ein... Ah, da seid ihr ja. Der Held, von dem alle sprechen. Ich bin beeindruckt. Und das kommt nicht oft vor. Ach, wo sind meine Manieren? Ich bin Lady Grey, Bürgermeisterin von Bowerstone. Ihr scheint mir ein würdiger Mann zu sein. Besucht mich mal in meiner Villa in Nord Bowerstone. My Lady, würdet ihr doch nur... Donna, ich habe die Einwände satt. Ich bin eure Eifersucht leid. Euer Ruhm ist schon lang verblasst. Ihr solltet das endlich akzeptieren. Wie ich sagte, oh Held, ich hoffe, ihr nehmt die Einladung an.
Wir haben viel zu besprechen. Es ist nicht vorbei. Frisches Blut fließt wie jedes andere. Eures wird schon bald fließen. Das war unglaublich. Sowas habe ich schon lang nicht mehr gesehen. Ich führe euch durch die Heldenhalle zurück. Ihr verdient es ebenfalls, dort zu stehen. Ihr erinnert mich irgendwie an jemanden, der hier vor vielen Jahren gekämpft hat. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Wer war das doch gleich? Scharlachrobe. Genau. Schon von ihr gehört? Wahrscheinlich nicht. Das war weit vor eurer Zeit. Da rechts seht ihr ihre Statue. Sie war die erste Heldin, die jemals Arena-Champion wurde. Sie war eine edle Heldin, genauso weichherzig wie ihr. Ihr Engagement hatte jedoch seinen Preis. Nach ihrem letzten Kampf war sie nicht mehr dieselbe. Sie lebt jetzt in Abgeschiedenheit, am Boden zerstört, weil sie einst ihre Familie nicht retten konnte. Trotzdem seid ihr hier. Ich wusste, dass ihr Sohn eines Tages kommen würde. Es liegt euch im Blut. Und eurer Schwester auch. Ihr solltet sie zu mir bringen. Ich brenne darauf, euch beide mit eurer Mutter zu vereinen. Denkt doch nur, wie glücklich es sie machen würde. Das war das wahre Gesicht seiner Mutter. Scharlachrobe, Töterin der Belverine. Einst war sie eine der grimmigsten Heldinnen Albions. Doch ihr großartigster Kampf war auch ihr letzter. Von einem Dutzend Belverine in einen Hinterhalt gelockt, tötete Scharlachrobe alle, um am Ende schwerstverwundet niederzusinken. Sie wäre dort gestorben, hätte nicht der freundliche, einfache Waldhüter Brom sie gefunden und gesund gepflegt. Sie heirateten und bekamen zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Scharlachrobes Tage des Tötens lagen für immer hinter ihr. Wie ihr euch auch entscheidet, ihr habt das Champions-Siegel gewonnen. Weit und breit wird man euch als den Sieger der Arena erkennen und es wird euch Einlass nach Nordbowerstone verschaffen. Verliert es nicht, es ist ziemlich wertvoll. So, die Aufgabe hätten wir also abgeschlossen. Dass das unsere Mutter ist, konnte ich mir schon fast denken. ja, schöne Geschichte auf jeden Fall. Wir haben das Champion-Siegel bekommen und jede Menge Kohle erworben, Bekanntheit erworben. Und ja, das nehmen wir natürlich mal an, also drücken weiter.